Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shoki Banoki Daily. Deine tägliche Portion Angeberwissen. Ja, das hier ist der Sascha. Und das ist der Marc. Und ich bin der Marc. Genau. Ja. Wir fangen heute auch wieder an mit einem Geburtstagskind. Heute am 5. September hat Geburtstag wer? Heute hat Geburtstag Michael Keaton. Michael Keaton, genau. Ja. Beetlejuice hat er gespielt. Ja. Batman hat er gespielt. Was noch? Jede Menge. Jackie Brown hat er mitgespielt, bei Night Shift, Out of Sight, Birdman und so weiter und so fort. Er hat einige Filme gedreht. Ich fand ihn als Batman eigentlich ganz gut. Die anderen Batmans fand ich nicht so dolle. Val Kilmer, George Clooney hat ja auch Batman gespielt, den schlechtesten Batman aller Zeiten, glaube ich. Furchtbar. Und wer hat später, der Christian Bale war auch. Christian Bale ist eigentlich mein Lieblingsschauspieler als Batman. Ja, der war ganz gut. Aber der Keaton war der erste. Ja, er war nicht so schlecht. Also nicht der erste grundsätzlich, aber der erste in diesen neuzeitlichen Batman-Filmen. Es waren alle besser als Val Kilmer auf jeden Fall, finde ich. Val Kilmer. Meine Meinung. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung, schreibt sie mal unten in die Kommentare, welchen Batman ihr am besten fand. Ja. Mal gucken. Genau. Am 5. September 2003 ist der Wirbelsturm Fabian über die Bermudas gehuscht. Ja? Mit 200 Stundenkilometern. Ja, hier sehen wir aus dem Weltall sozusagen einen Wirbelsturm. Ja? Und so einer ist über die Bermudas am 5. September 2003. Ich mach's nochmal, warte mal, ich mach's nochmal. Mach's nochmal. Und ich spiele so eine Palme auf den Bermudas. Achtung. Ja, du bist ein bisschen versetzt gewesen. Das musst du synchron machen, nochmal. Okay. Genau. Ja, du bist eine Palme. Ich bin eine Palme. Am 5. September haben wir. Aber nee, Gott, ich hatte gar nicht mehr 5. September. So ein Fakt des Tages, ne? Wir haben einen Fakt des Tages. Ja, was ist der Fakt des Tages? Halt dich fest. Was schätzt du denn eigentlich, was so ein Gramm. Moment, ich zeig's dir gerade mal. Was so ein Gramm von dieser Antimaterie da kostet? Das ist keine Antimaterie, okay. Aber was kostet ein Gramm Antimaterie? Ein Gramm Antimaterie. Ja. Schätz mal. Was weiß ich? Ein Gramm Antimaterie. Ich verrat's dir, okay? Keine Ahnung. 100 Billionen Dollar. 100 nicht Billionen? Nicht Millionen, sondern Billionen Dollar. 100 Billionen Dollar? Ja, ein Gramm Antimaterie. Das ist so gut? Aha. Aber wer würde denn ein Gramm Antimaterie haben wollen? Irgendein Superschurke? Genau, bestimmt der Mr. Freeze. Mr. Freeze. Ja genau, von Batman hier oder der Joker. Haben wir ja, der Batman, Batman. Oder wer, Pinguin. Pinguin, Mann, die Sau. Pinguin. Der will bestimmt Antimaterie haben. Da bin ich mir sicher. Um die ganzen Pinguine an die Macht zu bringen. Pinguine an die Macht. Ja, das haben wir auf jeden Fall geklärt. Ja. Heute war der 5. September, morgen ist der 6. September. Wir sehen uns wieder, hoffentlich, wenn ihr wieder reinklickt. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.